Hallo und ein herzliches Willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Video von Buchding. Heute stelle ich euch meine Neuzugänge aus dem Monat März vor, also bleibt dran. Das erste Buch, das neu bei mir eingezogen ist, ist dieses hier, Welt aus den Fugen von Jonathan Green. Ich hatte das Vergnügen, den Autor bei einer der letzten Frankfurter Buchmessen, die in echt stattgefunden haben, kennenzulernen. Er schreibt eigentlich vornehmlich Spielbücher, deswegen hatte ich bis dato auch noch nichts von ihm gelesen, weil allzu viele Spielbücher lese ich nicht. Und ich habe mich gefreut, von ihm auch eine Romanreihe entdeckt zu haben. Die ist beim Lucifer Verlag erschienen. Davon gibt es in Deutsch inzwischen 2 Teile. Dieses hier ist der erste. Ich habe das Buch auch direkt gelesen, weil ich wirklich sehr gespannt drauf war. Es ist eine Geschichte, die in einem Steampunk-Setting spielt. Es geht um einen Geheimagenten ihrer Majestät, Ulysses Quicksilver, um den 160. Jahrestag der Regentschaft von Queen Victoria und um ein paar merkwürdige Dinge, die in dieser Zeit passieren. Es wird eingebrochen in das Naturhistorische Museum von London. Was entwendet wird, kann man nicht so genau sagen. Ein berühmter Wissenschaftler verschwindet dabei und Ulysses Quicksilver wird beauftragt, dem Ganzen nachzugehen. Außerdem kommt es auch noch im Vorfeld der Feierlichkeiten zu einem ziemlich üblen Terroranschlag. Dinosaurier brechen aus dem Zoo von London aus und Ulysses Quicksilver macht bei seinen Recherchen eine ziemlich beunruhigende Entdeckung im Untergrund von London. Das Ganze hört sich durchaus interessant an, aber ich muss sagen, dieses Buch hat mich wirklich extrem enttäuscht. Das Problem ist, dass die Geschichte sich viele Elemente bedient, die es schon gibt. Die es in Agenten-Thrillern gibt, die es in Abenteuerromanen schon gibt oder in Mystery-Thrillern, die man schon gesehen hat in irgendeinem Film. Und insofern erscheint oder ist die Geschichte einfach extrem vorhersehbar und bietet überhaupt nichts an Spannung oder Neuem. Dazu kommt, dass die Charaktere kein bisschen ausgearbeitet sind. Es handelt sich einfach nur um Stereotypen, wie eben diesen Geheimagenten, der besonders cool ist und der alle Frauen rumkriegt und der in einem tollen Haus lebt mit einem überheblichen Butler. Dann gibt es natürlich noch den intriganten Politiker und den Terroristen, den man eigentlich für tot gehalten hatte, sowie eine junge Dame, die ein falsches Spiel spielt. Nun, leider sind die Charaktere tatsächlich so wenig ausgearbeitet, dass man keine Sympathie für irgendeinen empfinden kann und dass das gesamte Buch überhaupt auch völlig emotionslos wirkt. Deswegen wird es dieses Buch leider nicht in mein Bücherregal schaffen. Sehr schade. Der zweite Neuzugang im März, auf den ich mich schon sehr freue, ist dieses hier. Dr. Maxwell's skurriles Zeitexperiment von Jodie Taylor. Es ist der dritte Band der Reihe Die Chroniken von St. Mary's. Und in dieser Reihe geht es um Madeleine Maxwell. Sie ist Historikerin und leitet mittlerweile ein historisches Institut, in dem man sich auf eine ganz besondere Weise mit der Geschichte beschäftigt. Man reist nämlich in die Zeit zurück, um sich geschichtliche Ereignisse anzuschauen, zu dokumentieren und zu prüfen, ob die auch in unserer Gegenwart korrekt wiedergegeben wurden. Die Zeit eingreifen machen sie möglichst nicht, weil das ist ziemlich gefährlich und dadurch verlieren auch viele von den Historikern ihr Leben und es passieren ziemlich üble Dinge. Im Allgemeinen ist die Reihe wirklich sehr skurril, witzig und auch intelligent gemacht. Deswegen freue ich mich auf diesen dritten Band. Ich lese mal kurz vor, worum es hier geht. Madeleine Maxwells Woche beginnt nicht gut. Aus irgendeinem Grund sind beinahe sämtliche Mitarbeiter der zeitreisenden Historiker von St. Mary's blau gefärbt. Da sie so wohl kaum in eine andere Epoche reisen können, ohne dort aufzufallen, bleibt es an Dr. Maxwell hängen, einen Freund ihres Chefs zu einem Besuch bei Sir Isaac Newton zu begleiten. Dort werden sie von einem aufgebrachten Mob verfolgt. Im letzten Moment erreichen sie wieder ihre Zeitreisekapsel, die eine verhängnisvolle Fehlfunktion hat und die beiden Zeitreisenden im absoluten Nichts stranden lässt. Dieses Mal wird Max nicht nur vom Chaos verfolgt, es hat sie eingeholt. Wie immer gehe ich davon aus, dass mich hier eine sehr spannende und skurrile Geschichte erwartet. Das dritte Buch im März ist ein Sachbuch von Emilia Roig, Why We Matter. In diesem Buch geht es um die Unterdrückung und Diskriminierung von speziellen Gruppen. Ich will nicht sagen Minderheiten, weil es geht hier zum Beispiel auch um Frauen. Und Frauen sind ja bekanntlich statistisch gesehen eher die Mehrheit als die Minderheit. Ich lese mal kurz den Text vor.
Emilia Roig deckt die Muster der Unterdrückung auf und leitet zu radikaler Solidarität an. Sie zeigt auch anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie, wie Rassismus und Black Pride, Trauma und Auschwitz, Homofeindlichkeit und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen. Ich bin sehr gespannt auf diese Lektüre und werde darüber berichten. Buch Nummer 4, auf das ich mich auch schon sehr gefreut habe, ist der zweite Teil der Trisolaris-Reihe von Suchin Liu oder Liu Suchin. Und es heißt, es ist der dunkle Wald, also die Fortsetzung der drei Sonnen, wem das etwas sagt. In die drei Sonnen machte eine chinesische Wissenschaftlerin eine Entdeckung, und zwar, dass es außerirdisches Leben gibt und dass man tatsächlich auch mit denen kommunizieren kann über eine sehr, sehr, sehr weite Entfernung. Das Ganze entpuppt sich allerdings für die Menschheit als keine besonders gute Sache. Und so geht es jetzt in diesem Band weiter. Vor vielen Jahren hat die Astrophysikerin Ye Wenji die größte Entdeckung aller Zeiten gemacht. Auf einem anderen Planeten existiert intelligentes Leben. Nun zeigt sich jedoch, dass die Erde in großer Gefahr schwebt, denn eine Invasion steht bevor. 4 Menschen werden auserwählt, einen geheimen Abwehrplan zu entwickeln. Einer von ihnen ist der unscheinbare Wissenschaftler Luo Ji. Und auf ihm ruht plötzlich die Hoffnung der ganzen Welt. Ich denke, diese Romanreihe bietet einen ganz guten Blick in die Zukunft oder in eine mögliche Zukunft, wenn der Menschheit tatsächlich die Kontaktaufnahme mit außerirdischem intelligentem Leben gelingen sollte. Deswegen werde ich mich jetzt schon mal gut darüber informieren, wie ein möglicher Abwehrplan aussehen könnte. Die Schatten, Guillermo del Toro und Chuck Hogan. Guillermo del Toro ist Regisseur, Chuck Hogan ist Autor und die beiden hatten schon mal eine Buchreihe zusammen gemacht. Falls ihr euch erinnert, The Strain heißt die Reihe. Bei uns hießen die Bücher Die Saat, das Blut und die Nacht und ich habe sie sehr gemocht. Deswegen fand ich es ganz super, dass ein neues Buch von den beiden herauskommt, Die Schatten. Und es klingt schon mal ziemlich spannend. Kaum betreten FBI-Agentin Odessa Hardwick und ihr Partner Walt Lepo den Tatort eines blutigen Familiendramas in New Jersey, rastet Walt völlig aus und greift die Überlebende, ein kleines Mädchen, an. Odessa ist gezwungen, ihn zu erschießen und sieht einen Schatten, der im Moment seines Todes den Körper verlässt. Hat sie sich das nur eingebildet? Nach und nach wird Odessa klar, dass sie sich mitten in einem jahrhundertelangen Krieg befinden, dem Krieg der Menschheit gegen das Böse. Und schon allein dieser schwarze Schnitt des Buches verheißt doch Düsteres, Spannung und Grusel. Das 6. und letzte Buch der Neuzugänge aus dem März ist Fachbuch. Es geht ums Fotografieren, denn ich möchte meine fotografischen Fähigkeiten etwas erweitern. Deswegen habe ich mir Fotografieren für Einsteiger von Kira Sänger und Christian Sänger besorgt. Ich habe auch schon angefangen, darin zu schmökern. Und ja, mache jetzt so ein bisschen meinen eigenen Fotokurs. Rezensieren werde ich das Buch wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht präsentiere ich euch irgendwann mal ein paar Ergebnisse meiner Fotokunst und dann könnt ihr sehen, ob dieses Buch etwas gebracht hat oder nicht. Das war's schon wieder für heute mit meinen Neuzugängen aus dem März. Ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen Lesestoff, auf den ich mich auch wirklich sehr freue. Und ich gehe doch sehr davon aus, dass auf Basis dieses Lesestoffs demnächst ein paar interessante Rezensionen auf euch warten. Bis dahin bleibt alle gesund und munter, vergesst nicht, mein Video ein Like zu geben und diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Bis bald!